Heute enden die Rauhnächte mit den Heiligen Drei Königen und die Heiligen Drei Könige haben natürlich auch diesen ganzen Prozess begleitet. Und zum Abschluss heute am 6.1. geben sie nochmal die besonderen Gaben an uns. Und eine Gabe ist zum Beispiel Weihrauch, was natürlich für Reinigung steht und durch den Lichtbringer Melchior übergeben wird. Die zweite Gabe ist Myrrhe. Und Myrrhe wurde früher immer für die Einbalsamierung verwendet. Also Myrrhe steht auch insbesondere mit dem Tod in Verbindung. Mit dem Tod des Egos und der Kontrolle. Denn die Kontrolle und das Ego werden jetzt beerdigt. Und übergeben wird das von Balthasar. Und Balthasar hat die schützende Energie von Gott. Und die dritte Gabe ist Gold. Und Gold steht immer für ein höheres Bewusstsein, das uns von Kaspar geschenkt wird. Und wir können jetzt dieses höhere Bewusstsein entwickeln, indem wir in unseren Frieden gehen, und zwar in den inneren Frieden.